Wir sind im Bundesfamilienministerium, das auch Bundesjugendministerium ist. Und die erste Gruppe, die ich hier empfangen darf als neue Ministerin, ist eine internationale Jugendgruppe, nämlich die Delegierten, 70 junge Menschen aus aller Welt für den Y20-Gipfel. Das ist sozusagen der Jugendgipfel zum G20-Gipfel. Die 70 jungen Menschen hier haben ein sehr umfangreiches Papier entwickelt zu 11 der Themen, die auch die G20-Regierungschefs nachher beraten werden. Das heißt, sie haben ihre Positionen zu den gleichen Themen formuliert. Und diese Stellungnahme, die wird Ihnen übermittelt werden, den Staats- und Regierungschefs. Und ich werde mich natürlich persönlich dafür einsetzen, dass die da auch eine Rolle spielen in den Beratungen. We talked about many subjects, most of which include empowering women, climate change, Agenda 2030, employment and digitization, health and well-being, and also combating terrorism and also anti-corruption. For the next round, we would like to meet the chancellor, and that is going to be like one hall of experience for us youth. I learned a lot with all these people. The most important part is that difference of opinion doesn't mean different goals to have. We always see the same goals, but sometimes we have different opinions and different ways of solving them. And it was very interesting how we tried to merge all these different opinions and try to get a better solution for our goals.